Hammerflügel nach Anton Walter 1795. Dies ist eine Kopie von Michael Walker 2001. Und dieser Flügel ist ganz entscheidend wichtig gewesen für Komponisten wie Mozart, Haydn, Beethoven. Beethoven bis 1803 hat er solch einen Flügel benutzt. Ganz entscheidend immer bei allen frühen Flügeln die gerade Beseitung. Keine gekreuzten Saiten, sondern parallel gespannte Saiten. Der Flügel ist 2,22 Meter lang und ich habe keine Pedale. Das gab es schon in London zu der Zeit, aber noch nicht in Wien. In Wien gibt es zwei Zauberknie. Mit den Knien kann ich hier einen Kniehebel betätigen, die Dämpfung heben. Also. Und mit dem zweiten Knie kann ich einen kleinen Registerzug betätigen, mit dem sich die Klangfarbe ändert. Ohne. Und jetzt mit. Ah. Da kann ich mir dann vorstellen, die Mondscheinsonate wirklich dunkel. Die Hämmerchen sind ganz feine kleine Holzköpfe mit Leder. Eine oder zwei Schichten Leder, ganz fein angeordnet. Und gleich schauen wir uns einmal die Mechanik von innen an. Hier haben wir jetzt eine sogenannte Wiener Mechanik, erfunden wahrscheinlich von Andreas Stein in Augsburg. Kommen wir später noch drauf. Und so sieht das aus. Ganz einfach. Der Hammer mit einer sogenannten Kapsel aus Messing mit dem Ende der Taste verbunden. Und hier hinten, das ist der wichtige Punkt, das ist die sogenannte Auslösung. Hier mit einer Feder. Und wenn ich jetzt die Taste hineinsetze, können wir ganz schön sehen, ich drücke und die Taste hebt sich durch diese kleine Klammer und irgendwann löst die Feder aus und die fällt wieder runter. Sehr einfach, sehr effektiv. Hier sind so etwas wie kleine Stühle. Darauf sitzt der Dämpfer, der sitzt mit seinem Gewicht drauf, wird hochgehoben und fällt, wenn die Taste gelöst wird, einfach wieder durch das Gewicht runter und dämpft den Ton. Und jetzt gibt es hier noch bei den ersten Modellen keinen Fänger für die Tasten. Also, wenn ich zu stark spiele, spielen die Hämmerchen doppelt oder dreifach. Also macht man da einen kleinen Trick. Leder auf den Hämmern und Leder hier an den Fängern und schon wird es gefangen. Perfekt, simpel und unglaublich differenziert zu spielen. Eine ganz großartige Erfindung. Und im Prinzip ist diese Mechanik so geblieben in Wien bis ungefähr 1900, immer noch mit Leder, immer noch mit dieser einfachen Wiener Mechanik. Nachher hören wir ein anderes Beispiel, aber das ist im Prinzip die großartige Wiener Erfindung. Spielen werde ich für Sie an diesem Instrument einen der schönsten frühen Klaviersonatensätze von Ludwig van Beethoven, 1798 geschrieben, für dieses Instrument in Wien, der langsame Satz aus der Sonate C-Moll Opus 13, Pathetik, Adagio. Cantabile. Thank you.
Musik.